Also, wenn es mit dem Fußball dann vorbei ist, dann kann er seine zweite Karriere starten. Also, mit dem John Terry dann miteinander, kann er dann Duett singen. Also, passt sowieso dann eh klar. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Hallo und herzlich willkommen hier am Start bei den Wappies mit mir, den Chris. Mit mir, den Franco. Und es gibt ja mittlerweile die zweite Folge von unseren Prediction bzw. von den aktuellen Transfers, die momentan laufen. Deshalb vorab nochmal von unserer Seite ein herzliches Dank, dass es so positiv angekommen ist, angenommen worden ist. Wie gesagt, die Diskussionen über die einzelnen Transfers, mega, mega geil. Aber wie gesagt, erweitert natürlich auf die WhatsApp-Gruppe, darf natürlich auch da, wie gesagt, weitergespielt werden. Deswegen, wie gesagt, gibt es jetzt die zweite Folge. So, jetzt kommen wir zum nächsten Transfer, das ist der Vicente Ibora, der Spanier, der kommt vom FC Sevilla, wechselt zu Leicester City in die Premier League für 15 Millionen, ist eigentlich relativ geringer Betrag für die Premier League momentan. Absolut. Die ist auf jeden Fall ein absolutes Beast, Position ZDM, also Kanté-Ersatz, alles weitere sagt euch jetzt der Chris. Wie wir schon gesagt haben, gehen wir nahtlos über Kanté-Ersatz, man hat es gesehen in der kompletten Saison eigentlich bei Leicester City. Der Kanté hat nicht bloß Löcher gerissen, sondern auch wie gesagt, bei denen ab dem Zeitpunkt ist eigentlich alles zusammengefallen danach. Und ich bin der Meinung, mit genau der Spielertyp ist das, was Leicester City braucht. Und ich glaube, dass wie gesagt auch von den Werte oder beziehungsweise von der kompletten Saison, muss man ganz ehrlich sagen, hat er genau das unter Beweis gestellt, dass es halt einfach in der Defensive, wie gesagt, eine absolute Maschine ist. 1,90 groß, das Biest. Also muss man sich erst einmal ein paar voller beilinken an den Kameraden. Deshalb wie gesagt, 44 Spiele hat er bei Sevilla gemacht, natürlich auch international Egal mit dabei. Und als zentral defensiver Mittelfeldspieler muss man auch deutlich hervorheben, 8 Tore. Das heißt, der kann auch mal gesagt die Mannschaft auch nicht bloß unterstützen, indem er sie abräumt, sondern auch wie gesagt auch die Tore macht. Ja. Was Leicester momentan auch nicht schlecht hat, muss man auch aus tiefster Überzeugung sagen. Und 1,2 Fouls pro Spiel, muss ich als zentraler Mittelfeldspieler sagen, ist eigentlich absolut vertretbar. Ja, ich sag das eins, wenn ich das Champions League-Spiel schon mit dem Casemiro gegen den FC Bayern, der hat nach 5 Minuten schon 3 Fouls gehabt. Ja. Also sehr, sehr positive Quote und dann wie gesagt 82% Passquote, von hinten heraus mal einen ruhigen Ball spielen. Ich glaube, das ist genau der Mann ist, wie gesagt, der Leicester wieder in die Spur bringt, auf der was er mal warten. Also, Luis Gustavo steht bei uns als nächstes auf der Agenda. Eigentlich ein absolut interessanter Spieler, wenn man mal die Vergangenheit vom FC Bayern anschaut. Er ist in einer überkrassen Saison eigentlich zum zum VfL Wolfsburg gewechselt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Transfer noch nicht wirklich immer, warum der FC Bayern den damals gehen hat lassen. Hat damals, weil wir jetzt auch gerade darüber geredet haben, die höchste Passquote bei der brasilianischen Nationalmannschaft gehabt. Muss man jetzt auch mal erreichen, weil wie gesagt, PSG spielen wieder die Jungs alle miteinander in auch der Defensive. Entschuldigung. Auch wenn Simons verloren haben, die Jungs. Ja, das muss man natürlich auch noch erwähnen. Mittlerweile 3 Jahre wieder, ja, Wahnsinn. Ja. Der höchste Halbfinalsieg aller Zeiten und um Belareti zu zitieren, ja, auch Oli Kahn und ich mussten uns im Laufe des Abends mehrfach zwicken. Wir haben phasenweise gar nicht mehr aufgehört, uns zu zwicken. Oli, ich hatte das Gefühl, selbst die Spieler, zumindest in der ersten Halbzeit, die deutschen Spieler, konnten auch nicht fassen, was da passiert ist. Oder wie hast du das gesehen? Ja, sowas, solche Geschichten schreibt in der Tat nur der Fußball. Und ich glaube, Thomas Müller hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, ja, wir sind halt eine Mannschaft mit einem geilen Team. Und natürlich in der Defensive genau der Spieler, den man an der Position braucht. Absolute Routine natürlich. Sehr robust, sehr körperlich betont. Geiler Spieler auf der Position. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, 10 Millionen Ablöse ist eigentlich relativ wenig, ist wahrscheinlich altersbedingt. Er ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Jüngste, deswegen vielleicht 10 Millionen, aber ich bin der Meinung, in der Position, wo er spielt, wird er das einige Jahre noch spielen können. Und Olympique Marseille, denke, ist auch, wie gesagt, eine attraktive Liga in der französischen Liga, wo er sich bestimmt auch wohlfühlen wird und sein Ding auf jeden Fall macht als zentral defensiver Mittelfeldspieler wie in Wolfsburg. Genau. Ich gehe kurz auf die Statistik noch ein. Jo. Er hat dieses Jahr beim VfL Wolfsburg 32 Spiele gemacht. Leider keine einzige Torbeteiligung gehabt. Die Passquote war 84,1, war eigentlich relativ hoch, also von dem her, das war eigentlich okay. Wie zuvor angeschnitten, ja. Genau. Und er hat 3,3 Interceptions pro Spiel gemacht. Also das heißt, er hat 3,3 Mal den Ball irgendwie abgefangen, war immer da, sie hat die Lücke gestopft praktisch und hat sich den Ball erobert.
die Schnittstelle gesehen und gelesen. Genau. Und ja, es war eine sehr schwache Saison vom VfL Wolfsburg natürlich. Da war der Luis Gustavo einer von den Besten, würden wir jetzt sagen. Also mit der Passquote mit 84% bin ich der Meinung, dass er eher positiv aufgefallen ist als negativ. Genau. Absolut richtig. Es war natürlich nicht seine beste Saison. Ich glaube, wie gesagt, hat der Christian gesagt, mit Bayern etc. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt, weil er in der Liga durchsitzen wird und einen Stammplatz wieder eingeschoben, schätze ich mal. Ich denke auf jeden Fall, dass er sein Ding macht. Alonso, wie gesagt, von der Erfahrung heraus, der hat einfach die Routine und vor allen Dingen in der Position, denke ich, gibt es in Marseille bzw. Bei Olympique Marseille keinen Besser. Du das auch können. So, wir kommen jetzt halt eigentlich zu einer absoluten Legende, sag ich mal. Zum PP, nächster Portugiese, der momentan sehr wechselfreudig mal ist. Ja, absolut. Ja, wie gesagt, er geht von Real zu Beşiktaş Istanbul in die türkische Liga. Ob sie damit eingefallen wird, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall geht er ablösefrei und seine Position ist auch bekannt, zentraler Innenverteidiger. Genau, also wie gesagt, muss man ganz ehrlich sagen, Legendenstatus hat er zumindest in Real schon erreicht. Wenn er durch ich wollte sagen, wenn er durch seine Leistung hat, aber auf jeden Fall, wie gesagt, indem er negativ auffallen ist. Also, fangen wir mal an. Obwohl er, wie gesagt, 34 Jahre alt ist, die Statistik spricht immer nur für ihn. Ja. Mit einer Passquote von hinten heraus mit 85,3%, denke ich, muss man wirklich sagen, der hat nicht bloß ein Bügeleisen im Schuh drin, das er zum Hacken hernimmt, sondern er kann auch wirklich mal ein feines Füßchen beweisen. Und Zweikampfbilanz mit 69% immer noch hervorragend, obwohl er leider, muss man ganz ehrlich sagen, wenig Einsätze in der Saison gekriegt hat. Ist aber auch, wie gesagt, nachvollziehbar, der war randrückt in die Mannschaft, ohne Ende, also wirklich ohne Ende, ja, und Sergio Ramos muss man, glaube ich, nicht weiter darüber diskutieren, dass der eher kein Auswechselspieler ist. In jedem Fall 34 Jahre alt, 334 Pflichtspiele für Real Madrid absolviert. Also könnten sie manche auch Scheibchen abschneiden, was Vereinstreue etc. Ja. betrifft. Aber ist er nicht der erste Langjährige, der wechselt, Hashtag Casillas. Unser Prediction ist aber trotzdem, er geht in die türkische Liga, was unseres Erachtens auf jeden Fall Downgrade von der Liga her ist. Inwieweit aber 88 noch mitnehmen darf, zu Beşiktaş, lassen wir jetzt mal im Raum, aber ich sage mal so, eher Downgrade. Eher kriegt er Downgrade aufgrund der wenigen Einsätze und natürlich wegen der Liga, das muss man auch deutlich dazu sagen. Und wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er weitergeht bei Amazon, vielleicht sehen wir ihn in einem oder anderen Video mal wieder. So, in Gelsenkirchen angelangt, Sedat Kolasinac ist unser nächster, den wir bearbeiten als natürlich sehr, 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 sehr heißen Transfer. Ja. Geht von der Bundesliga vom Schalke nach Arsenal, die muss man ganz ehrlich sagen, sie übelst stark verstärkt haben diese Saison. Und ablösefrei, ich sag mal eins, englische Liga, wir haben es gerade angesprochen, eigentlich sind sie bekannt für hohe Transfers, beziehungsweise auch für hohe Handgelder. Aber er wird nicht ohne Grund wahrscheinlich, unabhängig dessen, was im Gehalt wahrscheinlich zahlen, auf Arsenal gehen. Wahrscheinlich. Leistung ist natürlich auch im Vordergrund und nach der leider sehr durchwachsenen Saison von Schalke, kann man sich wahrscheinlich auch gar nicht verübeln, dass er einfach sagt, okay, er streckt jetzt mal die Flügel nach etwas höheren aus. Er ist linker Verteidiger, denke, ist eine Position, wo er angreifen kann, der Kolasinac. Also ich bin gespannt, wie es in der Premier League vor allen Dingen, weil ja Härte, bei denen ich groß geschrieben ist, durchsetzen wird. Genau, wie gesagt, sein Spitzname ist ein bosnischer Panzer und das sieht man natürlich auch an seiner Physiswerte. Er ist eine absolute Maschine und fürs Premier, fürs englische Spiel natürlich auf jeden Fall gut prädestiniert, ja, genau. Er hat 36 Spiele für Schalke gemacht, 3 Tore geschossen und 9 Torvorlagen. 9 Torvorlagen als linker Verteidiger oder Außenverteidiger ist auf jeden Fall eine relativ gute Quote. Der Mann kann flanken! Ja. Auf jeden Fall, besser als manch andere. Oh ja. Der junge Mann hat 1,6 Fouls pro Spiel gemacht, ist okay, so jetzt einmal. Wie gesagt, als Außenverteidiger stoppen wir einmal, wenn jemand ein wenig schneller ist, macht man einmal einen taktischen Foul oder haut ihn über die Wand. Wenn ein Flügelflitzer kommt, ja. Genau, aber hat 3,2 Interceptions pro Spiel gemacht, ist auf jeden Fall positiv. Der und kann die Schnittstellen genauso lesen wie unser anderer. Genau. Und, wo er, wie wir finden, mit Ralle Fährmann, Goretzka und auch Guido Burgstaller mit den besten Spielern von Schalke 04 die Saison.
von den hinten raus dann eigentlich, dann muss man ja sagen, was sie ein bisschen gefangen haben. Ja, also kann man bringen und wie gesagt, wir sind gespannt, wie sie entwickelt in Arsenal. Und dann schauen wir mal, was das so bringt. Also, die nächste Legende ist bei uns am Bildschirm. John Terry, wer kennt ihn nicht? Ich denke, wie gesagt, dass er schon mehr Fußballspiele, mehr Saisonen hinter sich hat, wie die meisten wahrscheinlich alt sind, ja. Weil er einfach schon Legendenstatus da in England erreicht hat. Deshalb finde ich es auch wirklich sehr positiv, dass er in England bleibt und dem Land treu bleibt und nicht nach China, etc. oder Amerika geht. Da ist zumindest das Niveau in der zweiten Liga deutlich, deutlich höher. Und mich freut's wirklich, muss ich echt dazu sagen, dass er bei denen bleibt. Und ja, sein Einstandsliedchen, was er getrödert hat, war auch sehr nice. Deswegen, sehr gekonnt auf jeden Fall, sehr gekonnt. Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht, ja. Wobei sein letzter Einstand wahrscheinlich schon etwas länger her ist. Aber als Innenverteidiger denke ich, dass er die Position als Routinier sehr, sehr gut begleiten wird bei denen. Und in Aston Villa eine gute Performance abliefert. Vielleicht können sie mal wieder an die erste Liga hinschnuppern, war natürlich auch nicht verkehrt. Ablösefrei der Mann ist natürlich auch klar, weil die Transferhämmer in dem Alter werden wahrscheinlich nicht mehr reißen. Aber wie gesagt, zu der Statistik gibt der Frank jetzt wieder was. Genau, er hat 15 Spiele gemacht für Chelsea, war jetzt nicht sehr viel für seine Verhältnisse. Aber er hat natürlich auch starke Konkurrenz gehabt bei Chelsea, das hat natürlich auch nicht vergessen. Ja. Hat immerhin eine Bude gemacht. Immer gut als Innenverteidiger und eine belastende Passquote von 92,2% gehabt. Also da muss ich sagen, Hut ab, also 92,2%. Muss man es erstmal so machen. Ja. Und 0,6 Fouls pro Spiel ist auch eine sehr, sehr geile Quote als Innenverteidiger. Obwohl er mit den PS-Welten eigentlich relativ wenig abläuft, so wie wir gerade gesehen haben. Ja, die PS-Legende. Wie gesagt, absolute Chelsea-Legende, verlässt jetzt nach über 20 Jahren den Verein, wechselt in die zweite englische Liga. Und wird dann wahrscheinlich jetzt seine Karriere langsam auslaufen lassen, ja. Also sie pushen sich nochmal in die erste Runde, jetzt kriegt er nochmal in die zweite Luft. Genau, wir weiß ja schon, vielleicht steigen sie auch bei Aston Villa, wir weiß, sie haben auf jeden Fall auch Pulli-Transfer getätigt. Ja. Und von dem her, wir schätzen mal, dass er auf jeden Fall ein Downgrade kriegt, wegen dem Alter bedingt, so jetzt machen, weil er in die zweite englische Liga geht. Wie es genau ausfallen wird, ob er bloß minus 1 kriegt oder vielleicht minus 2. Ich hoffe, er kann den Goldstatus auf jeden Fall halten. Also das wird ihm auf jeden Fall zu wünschen. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das nächste Mal entwickelt bei ihm. Jetzt kommen wir zum nächsten deutschen Mann. Antonio Rüdiger. Confed Cup Gewinner. Ja. War mit dabei beim Confed Cup. Verein AS Rom wechselt zum FC Chelsea für eine belastende Summe von 38 Millionen Euro als Innenverteidiger. Das ist eine Maßnahme. Ist auf jeden Fall eine Maßnahme. Wie gesagt, zentraler Innenverteidiger hat eine starke Saison gespielt, weil man mal sagen, er hat einen Kreuzbandriss gehabt vor der Saison. Ja, deswegen ist er ausgefallen international. Genau. Dafür aber sehr stark zurückgekommen, muss ich echt sagen. Also hat auf jeden Fall eine gute Arbeit gemacht mit dem AS Rom. Ja. Und die Statistik sagt jetzt eigentlich der Chris. Genau. Also Antonio Rüdiger, man muss ihm wirklich einmal Glückwünsche im Nachgang sprechen, hat sich damals von Stuttgart gelöst, alles richtig gemacht zum AS Rom, seine Performance nach oben geschraubt, ohne Ende, jetzt Chelsea. Ich denke mal, Karriere ist da oder ist gemacht, also der hat alles richtig gemacht, was er für Schritte gegangen ist. Rappen kann er auch, haben wir auf der Feier gesehen. Ja. Jawohl. Also wenn es mit Fußball dann vorbei ist, dann kann er seine zweite Karriere starten, also mit dem John Terry dann miteinander, könnte er dann Duett singen. Also passt sowieso dann eh klar. Zu der Statistik, 36 Spiele, ein Tor, 4 Vorlagen. Wie gesagt, wenn man im Standard mal einer reingeht beim Innenverteidiger, immer gut. Und 4 Torvorlagen, das heißt, der kann einmal den Pass in die Schnittstelle von hinten raus spielen, was natürlich auch für sich spricht. Und Passquote haben wir jetzt 83,3%, ist absolut stabil, also wirklich absolut stabil. Und 1,6 Fouls pro Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, in der italienischen Liga sehr positiv, weil da ist ja der Flügelmann. Der Körperkontakt der Fouls. Der ist da, also von dem her 1,6 Fouls pro Spiel für den Innenverteidiger absolut vertretbar. Liegt wahrscheinlich auch an dem, dass der sehr spritzig ist, der junge Mann, sehr, sehr spritzig ist. Und natürlich auch absolut den Bärenphysis, also der Innenverteidiger, den man sich wünscht. Und deshalb wünschen wir natürlich unseren deutschen Landsmann viel Erfolg in England, in Premier League. Genau. Und wir schätzen auf jeden Fall, dass er auf jeden Fall ein Upgrade kriegt. Ja. Mit dem Wechsel zu Chelsea ist natürlich ein weiterer Schritt in seiner Karriere, genau. Nach oben zeigt. Und wir tippen jetzt mal so zwischen 2 und 3 Punkten, könnten es schon sein. Ich denke auf jeden Fall, weil mit dem Transfer von Stuttgart weg zum AS Rom, okay, das war natürlich jetzt
mittelprächtig in Anführungsstrichen und deshalb wieder bei dem Transfer, den genau der guten Saison auf jeden Fall ordentlich zu haben. Jetzt wird's heiß, aber so richtig. Der Übertransfer, den jeder schon spekuliert hat, wo er hingeht oder wie er es macht oder wo er es macht, etc., ist durch. Romelu Lukaku wechselt zu Manchester United. Man muss jetzt mal ganz ehrlich dazu sagen, er wird der Nachfolger natürlich von Zlatan Ibrahimovic. Das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes wirklich große Fußstapfen, wobei der Romelu Lukaku auch relativ große Fußstapfen jetzt schon hat. Einer von den heftigsten Spielern letzte Saison bei Everton, also wirklich von den absolut heftigsten Spielern, mit dem wir schon richtig voll Freude und Pech gehabt haben, wir zwei miteinander in FIFA. In jedem Fall, wie gesagt, 85 Millionen werden abgerufen für den Mann. Also, es sind ja schon Summen im Raum gestanden, die über die 85 Millionen bei Weitem springen. 85 Millionen, bin ich aber der Meinung, ist eigentlich für so einen Hochkaräter in 24 Jahren die Transfersumme, sag ich jetzt mal, die er verdient hat, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Wenn man manche Transfers anschaut, für wie viel das schon über die Bühne gegangen sind und die waren dann eher tendenziell mittelprächtig. Und er ist die Liga gewohnt, ich denke, dass er etabliert ist in der Liga. Er hat letzte Saison mit seiner, die Statistik mit der Franco wiedergeben, auf jeden Fall gezeigt. Position, absoluter Megastürmer, wie gesagt, mit Ausnahme mal zentral offensives Mittelfeld, aber wie gesagt, Hauptakteur vorne im Sturm. Und jetzt kommen wir mal zu seinen harten Fakten. Genau. Harte Fakten hat es auf jeden Fall. 39 Spiele, 26 Tore und 7 Torvorlagen in der Premier League ist überragend. Muss ich sagen, ist überragend. Auch 2,9 Schüsse pro Spiel ist auch, wie gesagt, der sucht das Tor, der will das Tor und der macht das Tor auch. Absoluter Zukunftsmann, absolute Maschine. Der Mann ist noch sehr jung, der ist fast so alt wie ich. Fast. Ein bisschen älter. Deutlich jünger als ich. Ja. Wieder auf jeden Fall einer von den besten Stürmer der Welt, wenn er so weitermacht. Und wir tippen auch, dass er auf jeden Fall seinen Walkout endlich kriegt. Den hat er sich auf jeden Fall verdient. Er hat die letzten Jahre immer permanent überragenden Fußball gespielt. Ja. Und ich tippe auf jeden Fall, dass er die 88 oder sogar die 89 ankratzen wird. Und vor allen Dingen, wir hoffen natürlich auch, dass er eine schwarze Karte bekommt. Weil wenn man mal bloß rückblickend auf letzte Saison mit Informkarten hat er natürlich... der kann das wahrscheinlich jetzt schon als Tapeten haben, ohne den ganzen Informkarten, die er schon erzielt hat. Denke, ist eine absolut hochinteressante Karte, auch wie gesagt für FIFA. Und dass er natürlich für Manchester United absolut interessanter Spieler ist, brauche ich nicht viel diskutieren. So, und das war es natürlich auch wieder, wie gesagt, mit den nächsten Transfers, die wir natürlich auf die Shipping-Nummer haben, analysiert haben, bis zum kleinsten Detail. Waren auf jeden Fall ein paar sicke Leute dabei, auf jeden Fall. Ja, und wir hoffen natürlich, dass mehr sicke Transfers kommen, weil dann, wie gesagt, hält das Ding am Leben, bevor wir da, wie gesagt, mit Transfers im 1-Millionen-Bereich umeinander reden müssen. Wesentlich besser. Und für euch natürlich mögen die Spiele beginnen, das heißt, die Kommentare müssen wieder glühen, also eure Meinungen interessieren uns natürlich auf jeden Fall, das Feedback natürlich zu der zweiten Folge darf uns natürlich auch interessieren und wie gesagt, belohnt es mal mit einem Like bzw. mit einem Abo, kostet natürlich nichts und das dürft ihr natürlich bei uns da lassen, deshalb Dankeschön schon mal im Voraus, Dank, bis zum nächsten Mal, ciao, auf Wiedersehen.